Also doch. In den letzten Tagen wurde immer wieder darüber spekuliert, dass Stefano Zarella, Bruder von Giovanni Zarella und Let's Dance, Liebling, frisch verliebt sei. Nun wurde er knutschend mit einer Frau erwischt. Ach, da kommen doch direkt Schmetterlinge im Bauch auf. Er legt seinen Arm um ihre Schulter, die Augen geschlossen und knutsch. Stefano Zarella scheint frisch verliebt zu sein. Plus-plus-plus Giovanni Zarella. Das plant er für die Hochzeit von Stefano Zarella. Plus-plus-plus Stefano Zarella. Hand in Hand mit. Der kleine Bruder von Schlagerstar Giovanni Zarella sieht nicht nur toll aus, er kann auch kochen, backen und, wie er in diesem Jahr unter Beweis stellte, tanzen. Er erreichte zwar nur den zehnten Platz bei Let's Dance, tanzte sich dafür aber in tausende Frauenherzen. Der Deutsch-Italiener scheint nun aber frisch verliebt zu sein. Seine auserwählte Influencerin Tanja Makarik. Bei einem Musicalbesuch in Köln wurden nun die beiden Hand in Hand und kuschelnd von RTL erwischt. Stefano hatte in seiner Instagram Story auch angekündigt, dass er dorthin gehen wird, über seine Begleitung Tanja verliert er allerdings kein Wort. Offenbar wollen die beiden noch nichts öffentlich machen. Stefano Zarella war bis 2023 mit Germany Next Topmodel-Kandidatin Romina zusammen, die beiden wollten sogar heiraten. Doch die Beziehung endete nach vier Jahren. Nun scheint der Foodblogger eine neue Liebe gefunden zu haben. Seinen Bruder Giovanni wird es freuen.